Das ist eine der wichtigsten Lektionen, die du mitnehmen solltest für den Start ins Berufsleben. Jetzt, wo ich meine erste Festeinstellung habe, fange ich an, jeden Monat 200 Euro zu investieren. Digga, wir sind doch jung, ich will doch jetzt mein Leben genießen. Was soll ich später mit dem Geld? Und? Hast du es endlich angefangen zu investieren? Oh nein, ich habe geheiratet, dann auch noch Nachwuchs. Du weißt doch, wie das Leben ist. Ich habe auch geheiratet, ich habe auch Kinder. Das ist kein Grund, nicht zu investieren. Okay, du hast mich. Weißt du was? Ich fange heute an, 200 Euro monatlich zu investieren. Mann, ich bin so happy, mit 32 angefangen haben zu investieren. Oh, sehr gut. Ich gehe jetzt mit 500.000 Euro in Rente. Das ist schön, aber wenn du zum selben Zeitpunkt angefangen hättest wie ich, hättest du jetzt 1,2 Millionen Euro, mein Lieber. Also habe ich 10 Jahre früher als du angefangen, aber mein Depotwert ist doppelt so groß wie deiner. Das ist die Power des exponentiellen Wachstums. Okay, und wo lerne ich, in was ich investieren sollte? Das kann ich nicht pauschal beantworten. Für individuelle Fragen kontaktiere Teaching Finance über den Link in der Bio.